Morgen, ihr Quadverrückten. So, heute machen wir ein kleines Tippvideo für euch. Es handelt sich um ein spezielles Werkzeug, was für mich ziemlich sehr wichtig geworden ist im Offroad-Bereich, aber auch für die Straße. Und das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Leute, es handelt sich um ein Reifenreparaturset. So sieht es aus. Für mich ist das jetzt mittlerweile sehr wichtiges Werkzeug geworden, weil ich habe es schon sehr oft benutzt. Im Offroad, aber auch in der Straßenbereich habe ich das in meinem Auto schon gemacht. Wozu ist das gut? Also im Gelände passiert immer mal öfter, auch in den Offroad-Parks, dass man irgendwie auf eine Schraube fährt und schon ist dein Reifen platt. Was nun? Damit ihr keine Panik kriegt und weiterfahren könnt, gibt es sowas hier. Da müsst ihr nicht gleich enttäuscht gucken oder so, oh scheiße, ich habe jetzt, mein Reifen ist platt, was soll ich jetzt tun? Mein Tag ist vorbei, alles im Arsch und so. Nein, wichtig ist, ihr kauft euch sowas. Kann man bei eBay, bei Amazon kaufen. Das ist nicht teuer. Das kostet zwischen 12 und 15 Euro. Es gibt auch eine kleinere Version davon. Das müsst ihr googeln. Das heißt Reifenreparaturset einfach eingeben und dann spuckt Google euch schon einiges raus, was dafür alles gibt. Und ehrlich gesagt, ich bin begeistert von diesem Zeug. Ich habe es wirklich sehr oft benutzt, auch schon in meinem CF-Motorbereich. Da hatte ich sogar einen richtigen Riss drin. Und genau das zeige ich euch mal gleich, wie man es benutzt. So, wir legen das jetzt erstmal weg. Warum ich heute in den Wald bin, ich hätte das auch schön alles in meiner Garage machen können. Aber es soll so ein bisschen so aussehen, ob ich gerade Offroad gefahren bin und mir mein Reifen platt gefahren, eine Schraube eingefangen oder irgendwie durchgestochen, egal, was auch immer. Auf jeden Fall, der Reifen ist noch voll. Das heißt, ich muss hier jetzt noch erstmal ein Loch machen. Dafür habe ich meinen schönen Makita-Schraubenzieher. Wir bohren da jetzt ein Loch rein und dann zeige ich euch, wie man den Reifen wieder flickt. Okay? So, wir fangen einfach an. So, mein Akku ist leer. So, ihr hört, die Luft geht raus. So, jetzt ist der Reifen im Arsch. Ja, was nun? Keine Panik, Leute, bloß keine Panik. Das können wir alles reparieren. Ich erzähle euch auch später, was ihr damit machen dürft oder was ihr damit auch nicht mehr machen dürft, wenn ihr im Straßenbereich, im Autobereich das macht. Da sollt ihr auf einiges drauf achten. Im Offroad-Bereich würde ich das jetzt nicht sagen, wenn es ins Profil geht oder irgendwo daneben. Man kann es auch hier reparieren, aber natürlich kann man den Reifen später wegschmeißen. Nur für, wenn es jetzt hier durchgeschnitten, irgendwie durchgeritzt ist, könnte man es reparieren und eventuell erstmal weiterfahren, damit ihr erstmal überhaupt vom Gelände wieder rauskommt. Aber das erzähle ich euch gleich später. So, was ist in dem Koffer alles drin? So, im Koffer ist drin Kleber, ein kleines Cuttermesser, dann haben wir sozusagen den Aufweiter oder Bohrer, dass wir das Loch schön aufweiten und reinigen. Und dann haben wir diesen Durchstecher für, na komm schon, für diese Würmchen da. Weiß gar nicht, wie die heißen. Irgendwas mit Vulkanisieren, keine Ahnung. Also die richtige Bezeichnung kenne ich dafür nicht. Das kommt nachher hier rein, das zeige ich euch gleich. So, wir fangen an. Womit fängt man erst an? Erst fängt man mit dem Bohrer an.
So, ich hoffe, die Kamera ist vernünftig eingestellt. So Leute, hier ist das Loch. Als allererstes müsst ihr erstmal rausfinden, wo die Schraube ist im Reifen. Übrigens müsst ihr den Reifen nicht vor euren ATV abbauen. Das könnt ihr auch so machen. Ich habe jetzt nur so einen alten Rollerreifen genommen. Es geht tatsächlich, man kann es für alles, für alle Fahrzeuge benutzen. Selbst für Fahrräder kann man das nutzen. Ja, für Fahrräder ist natürlich wegen dem Schlauch, wie man nicht das durchsteche, muss man, glaube ich, etwas ausziehen. Aber okay, ich zeige euch das jetzt erstmal hier. Erstmal fummeln wir die Schraube raus, wie gesagt, und dann nehmen wir diesen Bohrer. Das ist auch gleichzeitig der Aufweiter. Er muss das Loch ein bisschen größer machen. So, und dann müsst ihr das so ein bisschen drehen alles und reinstecken. Und dann immer hin und her machen. Ich hoffe, ihr seht das so. So, damit weitet ihr das bisschen alles auf, damit nachher das andere Ding da reinpasst. Es ist ganz easy. Nichts Schweres bei. So, den Bohrer legen wir jetzt weg. So, jetzt kommt dieses Werkzeug. Das ist nachher hier zum Durchstechen. Und dieses Würmchen. Davon nimmt ihr eins. Davon nimmt ihr jetzt eins und steckt das so ein bisschen schmaler machen. Hier einfach durchstechen. So. Ja, es wehrt sich ein bisschen, aber so muss es ja auch sein. So, wenn ihr so ein bisschen durch habt, einfach bis zur Mitte dann ziehen. Das kann euch nicht reißen. Das ist verdammt irgendwie hartes Zeug. So, seht ihr das? Bis zur Mitte. Dann, Moment, bevor wir das noch machen. Jetzt kommt der Kleber zum Einsatz. Wofür ist der Kleber? Der verklebt das ja nachher noch ein bisschen. Die kleben ja eigentlich schon so, aber der Kleber verstärkt das Ganze noch. Das heißt, ihr müsst das hier einfach ein bisschen auftragen. Auf diesem Ding. Auf diesem Wurm. So nenne ich das jetzt einfach. Kleber wieder zu. So, jetzt müsst ihr mit dem Finger hier ein bisschen drum streicheln. Also, so dass es auch ein bisschen überall kommt. So, das war schon. So, jetzt einfach in den Loch reinstecken. Das machen wir jetzt. Zack, ist drin. Habt ihr das gesehen? Ich zeige euch das mal. So sieht das aus ungefähr. Seht ihr das? So, jetzt nicht langsam rausziehen, sondern mit so einem Schwung. Einfach so rausziehen und das war's. Mehr braucht ihr nichts machen. So, seht ihr das? Das Ding ist raus und das Zeug ist jetzt drinne. Der Wurm. Jetzt nehmt ihr den kleinen Messerchen und trennt das einfach bündig. So, und schon ist euer Reifen geflickt. So einfach geht das. Und das funktioniert tatsächlich auch beim Autobereich und überall. Nicht nur beim Quad. Diese Sachen, die ihr jetzt so ein bisschen mit dem Kleber alles, ich würde euch einen kleinen Tipp geben, das wieder mit Benzin reinigen. Und dann klebt das auch nicht und ihr könnt das alles so ein bisschen entfernen. Ich werde das gleich in der Garage machen. Gehen wir gleich in die Garage, pumpen das auf, kontrollieren, ob der dicht ist und das war's. Aber im Prinzip ist das immer dicht, wenn man es richtig gemacht hat. Also man kann da wirklich nicht falsch machen.
In der Verpackung ist das auch immer, wenn ihr das Ding kauft, ist immer beschrieben, wie ihr das machen sollt. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt auch beim ATV, wenn ihr irgendwie Touren macht oder so und euch passiert sowas, auch irgendwie irgendwas drauf gefahren, dass ihr auch einen Schlitz habt, auch einen ziemlich langen Schlitz oder auch an der Seite. Das könnt ihr auch damit reparieren. Das heißt, ihr müsst einfach damit so ein bisschen aufweiten, auch an der Seite, auch wenn das Loch ein bisschen größer ist, weitet ihr das ein bisschen alles auf damit und macht mit dem Würmchen so viel ihr dafür braucht für diesen Streifen. Das funktioniert auch. Allerdings könnt ihr dann auch den Reifen später wegschmeißen. Aber ihr könnt damit noch weiterfahren im Gelände und es hält verdammt dicht sowas. Also das heißt, wenn ihr jetzt drei Würmchen braucht, dann steckt ihr das einfach nebeneinander, diese Würmchen, und zieht das genauso wieder raus. Dann ist das für einen Augenblick ist das dicht. So, für die Straße würde ich natürlich den Reifen nicht mehr nützen, weil es ist ja doch dann wahrscheinlich lebensgefährlich. Wenn das in der Seite soll das nicht eigentlich gemacht werden. Aber im Offroad-Bereich ist das scheißegal. Ihr müsst ja irgendwie wieder mit dem Reifen rausfahren können. Und so könnt ihr das eine Notlösung reparieren und auch so weiterfahren erstmal. Vorläufig. Ein kleiner Tipp ist auch noch, vielleicht einen kleinen Kompressor für sich kaufen. Solche kleinen Dinger da. Die kann man auch überall bei eBay kriegen, auch billig. Man kann sich auch teure holen, das müsst ihr selber wissen, wie. Und sowas auch vielleicht im Rucksack. Also ich habe jetzt auch mittlerweile alles sowas, einen kleinen Kompressor, dieses Reparaturset für den Reifen. Und das ist echt verdammt gut, wenn ihr irgendwie richtig lange Touren haben wollt, so wie im Tschechien, Polen, keine Ahnung, wo man so fährt, ist dieses verdammte Werkzeug, was heißt verdammte, ist dieses geile Werkzeug wirklich spezial, richtig gut für den Einsatz, für sowas. Im Autobereich dürft ihr leider, ihr könnt das im Autobereich auch, wenn ihr jetzt keinen Ersatzreifen habt oder so, ihr könnt das auch alles reparieren, genauso. Nur beim Autoreifen müsst ihr bedenken, falls ihr den Reifen weiter benutzen wollt, darf dieses Loch nicht im Profil sein. Denn wenn das Loch im Profil ist, ihr könnt das zwar eine Notlösung reparieren und erstmal weiterfahren. Ich würde raten, sogar langsam fahren. Da würde ich nicht jetzt 200 km/h durch die Autobahn mitbrettern, weil das ist ja dann doch gefährlich, weil der Reifen ja doch ja geflickt ist und so. Wenn ihr das aber nicht im Profilbereich habt, hier im normalen Reifenbereich, dann könnt ihr das sogar reparieren und ihr könnt den Reifen sogar somit retten und auch weiterfahren. Ich habe jetzt schon zweimal meinen Reifen durchgestochen, irgendeine Schraube ständig mal reingefahren und ich bin sogar 2 Jahre lang somit weitergefahren. Es verliert keine Luft, das ist tatsächlich dicht, man kann auch so weiterfahren. Ist halt, ihr müsst aufpassen, dass das nicht im Profil sein muss. Im Profil oder seitlich. Also das würde ich euch nicht empfehlen, so weiterzufahren. Nur bis nach Hause, ja, aber dann direkt neuen Reifen kaufen. Fertig ist die Geschichte. So, wir pumpen jetzt das Ding auf. In der Garage gucken, ob er dicht ist. Und ja, und dann schauen wir mal weiter. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, jetzt bin ich in meiner Garage, ich pumpe das jetzt auf und kontrolliere, ob das dicht ist. Aber in der Regel war das bei mir immer ganz dicht. Aber wir schauen mal. Ich pumpe jetzt 2,5 Bar drauf, um zu gucken. 2 haben wir schon. So, und schon sind wir fertig mit unserem Reifen. Und Leute, das hält wirklich. Und das hält auch ewig.
Ihr könnt ja auch den Reifen so weiter benutzen. Nur wie gesagt, Leute, beim Auto würde ich das nicht machen, wenn das Ding im Profil drin ist, weil das Gummi schleift sich ja auch ab und das ist nicht gut und das ist auch nicht sicher für den Reifen. Wenn das aber nicht im Profil ist oder auch nicht in den Seiten, dann dürft ihr das machen. Ihr könnt auch sogar so weiterfahren. Ich habe es ja auch schon zweimal bei meinen Autos gemacht. Und ja, wie gesagt, Leute, das ist so jetzt mein so Werkzeug, was ich immer in mein Auto habe. Aber auch immer, wenn ich irgendwo in den Offroad-Park fahre, habe ich immer das Ding dabei. Es ist wirklich gut, eine gute Sache. Man kann damit nicht falsch machen, es ist auch nicht teuer. Einen kleinen Kompressor könnt ihr auch zulegen, eventuell. Und wie gesagt, dann müsst ihr nicht gleich den Takt abbrechen, nur weil ihr einen Platten habt. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt mal das Video gefallen. Das erste Corona-Video, Corona-Zeit-Video oder wie sollen wir das nennen. Ich habe noch mehrere Ideen, was ich euch zeigen kann und falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Ihr könnt in die Kommentare irgendwas schreiben, was ihr vielleicht noch sehen wollt. Wenn es möglich ist, setze ich das so auf jeden Fall um und werde es für euch als Video zu präsentieren. Mein Ziel ist, nächste Mal, da ich ja so ein Spezialist geworden bin für die Antriebswellen, die mich schon länger gucken, wissen das, dass ich 7 Stück schon mal in einem Jahr geschrottet habe, möchte ich eigentlich jetzt das nächste Video damit machen, euch zeigen, auch vielleicht einen Tipp geben, was kann man machen im Offroad-Park, wenn so eine Manschette gerissen ist oder wie man das Ding komplett zerlegt und reinigt und neues Fett dran, neue Manschette. Und wie gesagt, das möchte ich euch gerne noch auch zeigen, damit ihr das seht. Ja, wie gesagt, ich verabschiede mich schon mal von euch. Bleibt gesund, Leute, ne? Und genießt euren Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video.